is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Tag und Stunde der Wiederkunft Christi wird verkündet. Von dem Tag aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Die Stimme Gottes ist vom Himmel her zu hören. Und sie verkündet den Tag und die Stunde der Wiederkunft Jesu und gibt seinem Volk den ewigen Bund bekannt. Wie überlaute Donnerschläge rollen seine Worte über die Erde. Er sprach einen Satz, dann fiel er ihnen, während die Worte über die Erde rollten. Das Israel Gottes stand da. Alle schauten konzentriert nach oben und horchten auf die Worte aus dem Munde Jahwes, die wie überlaute Donnerschläge über die Erde rollten. Es war herrlich und feierlich. Am Ende eines jeden Satzes riefen die Heiligen: Herrlichkeit, Halleluja! Die lebenden Heiligen, 144.000 an der Zahl, kannten und verstanden die Stimme, während die Bösen meinten, es wäre Donner und ein Erdbeben. Das Israel Gottes stand da und hörte zu. Sie schauten alle konzentriert nach oben. Ihre Gesichter sind von seiner Herrlichkeit erhellt und strahlen wie damals das Angesicht Moses, als er vom Sinai herabkam. Die Ungerechten können sie nicht anblicken, während der Segen über alle ausgesprochen wird, die Gott geehrt haben, indem sie seinen Sabbat heilig hielten, gibt es einen mächtigen Siegesschrei. Dann begann das Jubeljahr, in dem das Land ausruhen sollte. Ein herrliches Licht schien auf sie, die Heiligen. Wie schön sahen sie aus. Alle Zeichen der Sorge und Erschöpfung waren fort. In jedem Gesicht war nur Gesundheit und Schönheit zu sehen. Ihre Feinde, die Heiden in ihrer Umgebung, fielen wie tot zu Boden. Sie konnten das Licht, das auf die Erlösten fiel, nicht ertragen. Dieses Licht und diese Herrlichkeit blieb auf ihnen haften, bis Jesus in den Wolken des Himmels zu sehen war. Und ich sah eine flammende Wolke näher kommen, auf der Jesus stand. Dann nahm Jesus auf der Wolke Platz, die ihn zum Osten trug, wo sie den Heiligen auf der Erde zuerst erschienen war. Während die Wolke vom Allerheiligsten nach Osten weiterzog, was einige Tage in Anspruch nahm, betete die Synagoge Satans zu den Füßen der Heiligen an. The Lord.